Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen uns entscheiden. Die Gräfin Vivien hat einen Fluch, der sie zu einem ziemlich coolen Vogel-Mensch-Mischwesen macht, was eigentlich echt stylisch ist, aber sie findet es nicht so stylisch und ist so traurig deswegen, dass sie sogar bereit wäre, ein Ritual durchzuführen, aufgrund dessen sie dann nur noch 7 Jahre zu leben hätte, was ich wirklich eine krasse Überreaktion finde. Aber gut, okay, wir leben hier immerhin in der Witcher-Welt. Hier sind alle irgendwie total krasse Volltrottel. Insofern kann man schon verstehen, dass man da Angst hat und so. Warte mal ganz kurz. Okay, passt schon. Nee. Ich glaube, das Bild ist irgendwie ein bisschen, oder? Verschoben. Versuch gerade den schwarzen Rand an den Rändern des Videos wegzukriegen. An. Ah! Das sieht bei mir jetzt gerade sehr komisch aus. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme machen sollen. Aha, jetzt sieht es, glaube ich, gut aus. Okay, also, aber grundsätzlich haben wir hier noch unseren Prinz Goldlöckchen. Und der versichert mir, dass er total in die Vivien verliebt ist und alles für sie tun würde. Und schon alleine, weil ich ihn echt gerne testen würde, wie es um seine Liebesschwüre steht, würde ich ihm jetzt gerne sagen, hey, guck mal, mächtiger Fluch, die sieht halt aus wie eine Vogellady, aber sonst ist sie eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie er reagiert. Gleichzeitig habe ich ihr aber geschworen, dass ich es niemandem sagen werde. Jetzt bin ich hier wirklich in einem Dilemma. Wirklich in einem Dilemma. Weil meiner Meinung nach ist nur die fehlende Selbstakzeptanz von Vivien das eigentliche Problem. Und wenn die jetzt jemanden hätte, der sagt, ach, ist doch alles wunderbar eigentlich, würde das vielleicht helfen und so. Deswegen wäre ich gewillt, ihn jetzt damit einzubinden. Ach, ich mache das jetzt auch. Okay. So. Ich sage ihm das jetzt. Das ist nicht sehr nett, weil ich es ihr versprochen habe. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist für ihren Heilungsprozess das Richtige. Ich hoffe, das ist auch so. Also los geht's. Wir lagen beide richtig. Es ist ein Fluch. Vivien verwandelt sich allmählich in einen Vogel. Es wird schlimmer. Götter, das ist ja schlimmer als eine Krankheit. Und nun? Kannst du ihr helfen? Das hängt von ihr ab. Wenn sie mich darum bittet, werde ich es versuchen. Es ist allerdings ziemlich riskant und verkürzt die ihr verbleibende Lebenszeit auf 7 Jahre. Was? Das war nicht vereinbart. Erstens vereinbart, aber zweitens wird die wirklich zu einem vollwertigen Vogel letztendlich. Weil das ist natürlich schon eine deutliche Einschränkung einer menschlichen Lebensqualität wahrscheinlich. Ich meine... keine Ahnung. Naja, okay. Der Fluch ist anscheinend kompliziert. Ein schwerer Fall. Der Fluch wirkt mit jedem Tag stärker und ich bin ein Hexer, kein Wundertäter. Ich kenne noch eine andere Methode, die helfen könnte. Vielleicht lässt sich der Fluch durch ihr Spiegelbild brechen, in einem Wasserspiegel vielleicht. Dazu bräuchten wir allerdings jemanden, der bereit ist, die Bürde des Fluchs an ihrer Stadt zu tragen. Du meinst, sich in einen Vogel zu verwandeln? Theoretisch. Der Fluch würde durch die Übertragung abgeschwächt. Vielleicht drückt er sich nur noch in einer Vorliebe für Würmer und Körner aus. Aber kein Resultat ist ausgeschlossen, auch der Tod nicht. Ich bin bereit, das Opfer zu bringen und mein Leben für sie zu geben. Wie der Ritter König Windrangs für die schöne Königin Zerro. Das war mir klar.
Aber bist du auch bereit, für den Rest deines Lebens Käfer zu schlucken? Ja. Was meinst du, welche Methode besser für Vivienne ist? Ich weiß es noch nicht. Aber du hast doch eine Ahnung, oder? Sag nicht, dass du in Erwägung ziehst, ihr Leben zu verkürzen, während ich hier parat stehe, um die Bürde auf mich zu nehmen. Das ist echt blöd, dass er noch gesagt hat, so es kann jeden Effekt haben, selbst den Tod. Weil sonst wäre es mein Plan gewesen, dass wir den Fluch einfach immer wieder zwischen den beiden hin und her übertragen, wenn der jedes Mal abgeschwächt wird, ne? Voll super. Und dann so switch, 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 switch und weg. Ende. Und am Schluss, weiß ich nicht, legt der einmal in der Woche ein Ei und das Problem ist gelöst. Und man hat jede Woche frisch gelegte Eier. Eine Win-Win-Situation. Perfekt. Aber... ja, soll ich das jetzt... ich hasse das in Rollenspielen manchmal. Wirklich. Manchmal hasse ich das, dass ich das entscheiden soll, weil mich geht das jetzt gerade in dem Moment gar nichts an. Das ist erstens Vivians Entscheidung. Die muss die Entscheidung fällen. Und dann eventuell auch seine Entscheidung. Je nachdem, was sie entscheidet. Aber nicht meine. Aber ihr habt mich gefragt, was das Beste für sie ist, ne? Sag, nee, hast du in Erwägung, ziehst ihr Leben zu verkürzen, während ich... naja, was ist die beste? Die beste Methode für Vivian ist die Wassermethode, würde ich natürlich sagen, ne? Aber wie gesagt, ne? Ja. Wir können sie ja mal vorschlagen. Die Wassermethode ist besser. Sie bringt Vivian nicht in Gefahr. Natürlich. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich ertrage alles. Aber Vivian, ich fürchte... sie ist zu stolz, um einzuwilligen. Ich treffe sie nach dem letzten Wettkampf und spreche mit ihr. Vielleicht ist sie einverstanden. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Wie gut, endlich Bescheid zu wissen. Und nun? Du musst das Turnier jetzt nicht mehr beenden. Du könntest aussteigen. Ich werde mir zwar was vom Herold anhören müssen, wenn du beim letzten Wettkampf nicht auftauchst, aber damit komme ich schon zurecht. Also... nein, beim Battle Royale nehmen wir jetzt schon noch teil. Ich bin beim letzten Scharmützel dabei. Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein. Wie wahr? Außerdem will ich das Schwert. Dann musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen. Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena. Alles klar, danke. Wie jetzt meine Fraktion? Ist das ein Team-Deathmatch? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Aber es kann doch nur einen geben. Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen. Ich werde die unsere anführen. Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfs meinem Befehl unterstehst. Ist das klar? Palmerin de l'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an. Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218, als eine Hanse südländischer Gesetzloser, die unter Haller dem braunen Toussaint überfiel, von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde, die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten. Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht. Palmerin hat den Kürzeren gezogen, also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden. Gibt es Fragen? Nein. Wenn du mit dem Schwert so gut bist wie mit der Armbrust, gewinnen wir. Viel Glück. Es ist Zeit, meine Herren! Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena! Meine Damen und Herren, Applaus für die Ritter! Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter! Es fechten zwei Mannschaften, etliche Mann, bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann! Doch Obacht! Wenn jemand sich ehrlos beträgt, so wird er mit Schimpf und mit Schande belegt! Seht die Ritter, sie treten sogleich hier an! Die Spannung da hoch! Man fast greifen kann. Wer obsiegt, der fordert den Meister heraus. Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus. Lasst uns beginnen. Jubelt ihr Leute. Blut, Schweiß und Tränen in Bächen. Gesundheit. Fear too far.
Und wer niesen tut, der arme Wicht, den haut der Geralt ins Gesicht. Okay, jetzt reicht's mir. Wirbel, zwirbel, Zauber-Superwind des Todes, der nicht funktioniert. Na gut, gut ausgewichen, Sir. Der nächste, bitte. Wirbel, zwirbel, Zauberwind. Au, 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 au. Au, der hat mich gerade betäubt. Mund halten und kämpfen. Keine Gnade! Oh yeah, Wirbel, Wirbel, Zauberwind des Todes! Booyah! Nie sah die Welt solch ein ruhmreich Gefecht! Schneidig, gefährlich und dennoch gerecht! In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben! Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auf Ravix von Vierhorn, stark wie ein Stier. Er meisterte alles, bis hierhin mit Leichtigkeit. Vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gorgon. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. Das war aber kein sehr schöner Reim. Oh, wackere Kämpfer, müd nach zahllosen Hieben. Nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Es ist Zeit. Auf in die Arena. Ja, Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Vierhorn, wo liegt dieses ferne Land? Leider ist's hier gänzlich unbekannt. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gorgon. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Grégoire wie ein Berg so groß. Ich glaube, ich mache mir in die Hose. Und sie zerfleischen sich gleich mit Getöse. Da kommt der Wirbelzwirbel-Zauberwind, stirbt Grégoire ganz geschwind. Jetzt kommt die Sponsorendurchsage, das finde ich witzig. Gegen meine Wirbel-Zwirbel-Zauberkräfte bist du machtlos. Dieses Jahr trägt Ravix von Vierhorn den Sieg davon und triumphiert damit über Grégoire de Gorgon. Hoch Ravix, 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 Ravix. Als Patronin dieses großartigen Turniers habe ich die Ehre, die Mütze unseren auf. Meister auszuzeichnen. Er hat auf den Reiher geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid auf den edlen Vogel zum ruhmvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich habe noch zu tun und du auch. Die Leute schauen zu dir auf.
Du solltest wenigstens wegkommen. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Sicher. Aber zuerst will ich dir sagen, dass ich der Ansicht bin, wir sollten die andere Methode zuerst probieren. Ich hatte mich doch klar ausgedrückt. Kommt nicht in Frage. Lass mich ausreden. Die eine Methode ist nicht zuverlässig. Vielleicht funktioniert sie, vielleicht auch nicht. Dann lass mich dich retten, oh holde Vivienne. Was machst du denn hier? Dieses Gespräch ist privat. Er ist nicht dein Feind. Seine Absichten sind gut. Es stimmt, er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Zürne nicht, holde Herrin. Du trägst die Bürde nicht mehr allein. Ich weiß alles. Du hast ihn eingeweiht? Ich weiß, dass ein Fluch auf dir lastet, der täglich schlimmer wird. Ich weiß, wie du dich fühlst. Meine geliebte Tante, die Gräfin de Longfall, hatte eine schwere Krankheit, die sie innerlich verzehrte. Sie wurde immer schwächer. Das Licht in ihren Augen erlosch. Ich weiß noch, wie sie sagte, das Schlimmste seien nicht die Schmerzen, sondern der Kontrollverlust über den Körper. Sie war so hilflos. Ich fürchte, so fühlst du dich auch. Der Hexer weiß, wie er den Fluch von dir nehmen und auf mich übertragen kann. Das ist mein Wunsch, ihn dir abzunehmen, Vivienne. Warum? Weil ich dich liebe. Ich hätte auch in der Arena sterben können. Ich wollte einen Glomar für dich töten. Jetzt sehe ich, wie albern das war, so sinnlos mein Leben zu riskieren. Aber dies, damit kann ich wirklich etwas für dich tun. Ich will dieses Leid aber niemandem zufügen. Du hast es ja gesehen. Hexer. Ich spreche dich als den Älteren und hoffentlich Weiseren an. Meinst du, es ist eine gute Idee? Aus meiner Sicht ist es einen Versuch wert. Der ursprüngliche Fluch galt einem Ungeborenen. Ich glaube nicht, dass er sich in einem erwachsenen Mann ebenso stark manifestiert. Da spricht der Fachmann. Lass es uns gemeinsam wagen, Vivienne. Also gut, ich war bereit zu sterben, da kann ich genauso gut etwas ganz und gar Irres tun. Müssen wir zum Teich bei der Wiese gehen? Es ist alles besprochen, also vertun wir unsere Zeit nicht. Gehen wir. Na schau. Ich wollte schon sagen, nachdem sie so gesagt hat, sie will es auf keinen Fall machen, okay, dann machen wir es nicht. Dann machen wir ihre blöde Vogelei-Idee. Aber ist doch nochmal, ne, ist eine gute. Ich find's okay, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Ritter weiß, auf was er sich da einlässt. Ne? Vielleicht, er ist auch nur ein Kind seiner Zeit und seiner Sozialisation und seiner Gesellschaft. Vielleicht hat er das Gefühl, er muss jetzt hier der ritterlich sein und so. Das wäre auch nicht gut. Aber gut. Das weiß man immer nicht. Letztendlich ist er ein erwachsener Mann. Was soll man machen? Ich finde das nicht in Ordnung. Aber gut. Ich meine, der hat angefangen, der Panther. Was soll man machen? Oder der wollte uns essen. Da muss man sich verteidigen. Das ist schon... Aber schade ist es trotzdem. Um das schöne Kätzchen.
Nicht nett. Also, so sehe ich aus. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst es dir noch überlegen. Es wäre keine Schande. Ich bin entschlossen und wanke nicht. Wenn du es ertragen hast, ertrage ich es auch. Für mich bist du auch in dieser Form schön. Was für ein Unfug. Schließt beide die Augen und bewegt euch nicht. Sonst klatsche ich euch eine ins Gesicht. Entschuldigung, aber doch den Baden, wenn jemand so viel reimt. Wenn du zu dem wirst, was ich jetzt bin, sollst du wissen, dass ich dich nicht verlassen werde. Muss ich mitreimen? Stellt euch euer Spiegelbild in einer Wasseroberfläche vor. Konzentriert euch darauf. Jetzt öffnet die Augen. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Sie sind explodiert. Das ist ein unangenehmer Nebeneffekt, der manchmal auftreten kann. Sorry. Warum ich als Vogel keine Kleidung trage? Tja, das ist eine gute Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappen würde. Dass überhaupt etwas passieren würde. Ich habe dieses Ritual studiert und die Beschreibungen waren reichlich dramatisch und erwähnten eine höchst unwahrscheinliche Bedingung. Und zwar? Ein echtes Band zwischen den Betroffenen. Wahre Liebe. Ein Kuss aus Lieb gegeben, erwecke sie zu neuem Leben. Nee, das ist der falsche Disney-Film. Hat die Schöne und das Biest nicht auch so ein Gedicht oder so? Und wenn das letzte Blatt den Boden berührt, dann bist du geschüttelt, nicht gerührt. Oder so ähnlich, glaube ich. Wie geht es euch? Allgemein. Fühlst du einen Unterschied, Guillaume? Ich habe einen Hieb gespürt, wie von einem Rambock. Aber jetzt fühle ich mich überhaupt nicht anders. Es juckt nur ein bisschen. Bist du sicher, dass es geklappt hat? Ja, es ist auf alle Fälle etwas passiert. Unter diesem Teich liegt wohl ein Schnittpunkt. Hier ist mächtige Magie am Werk. Sieh dir Vivienne an. Und jetzt? Ja, jetzt lebt ihr glücklich bis ans Ende eurer Tage. Das ist keine Bitte. Ich komme wieder und kontrolliere das. Jetzt? Jetzt lebt ihr glücklich bis an euer seliges Ende. Beobachtet euch jedoch sorgfältig. Wenn ihr irgendwelche besorgniserregenden Symptome feststellt, kommt zu mir. Natürlich. Ich danke dir sehr. Oh, hier dein Lohn. Oh, endlich! Ich muss so vieles nachholen. Bälle besuchen, ferne Länder erkunden. Endlich frei. Wie ein Vogel. Du bist ja drollig. Das hatte ich noch nicht bemerkt. Aber du wirst doch nicht ohne mich davonfliegen? Das wird sich noch zeigen. Doch auch ich muss dir danken, Hexer. Keine Ursache. Passt auf euch auf, ihr zwei. Tja, jetzt gehen sie ferne Länder bereisen und wir bleiben hier. Das ist doch zum Scheißen. Wäre sie doch eine Meise geworden, dann hätte ich jetzt einen Orden.
Unsere Ausrüstung ist voll im Eimer. So bekämpft uns sicher keiner. Wer hat uns denn das angezogen? Wir sind ja gar nicht ausgewogen. Guckt euch mal die Werte an, dass der Geralt so überhaupt kämpfen kann. Ich meine, so schlecht sind die gar nicht gewesen. Aber so ein Hexer kämpft auch nicht am Tresen. Hä? Die Bonus... Oh, die Schuhe wären sogar eigentlich besser. Die Bonuswerte sind bei dem Alten aber größer. Unser Schwert ist es auch nicht wert. Die neue Klinge, die wir erhalten haben, stößt bei mir auf viele Fragen. Soll man die überhaupt benutzen? Die Klinge mit dem Blut beschmutzen? Eher eine zierde Waffe kommt daheim in die Karaffe oder so. Schwertreparatursets, die wären gut. Die zauber ich halt nicht aus dem Hut. Auch wenn das gut wäre, wenn ich's könnte. Die gelbe Armbrust ist besser als die andere? Skandalös. Ich find's schon echt, ich muss schon echt, also, dass ich die Brille und die Eselsohren nicht gleichzeitig tragen kann. Das müsste dringend gepatcht werden. Das ist nicht in Ordnung. Aber abgesehen davon, alles gut. Ich glaube, wir tragen ab jetzt den Eselshut. Mal eine Zeit lang, oder? Warum nicht? Ah, warte mal, Plötze ausrüsten. Wir haben doch neues Reitgestänge für Plötze gekriegt. Das meine ich. Wo kann ich das gleich nochmal vergleichen mit dem, das wir haben? Ah ja. Oh ja, na guck. Ein besseres, Zaum? Nee, das ist kein Zaumzeug. Wie heißt das denn? Das steht doch da bestimmt dabei. Ein Sattel. Ach so. Ich dachte, das heißt, das ist ja mehr als nur ein Sattel. Aber gut. Ich wundere mich gerade. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, ehrlich gesagt, dass das Schild, das wir bekommen haben, eine Plötze-Dekoration wäre quasi, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber nein, das Schild ist hier bei Sonstiges. Schade. Schade, ich hätte es cool gefunden, wenn man das Schild am Plötze hängen kann. Ich finde es immer ein bisschen weird und ein bisschen eklig auch, dass da immer so abgetrennte Köpfe am Plötze rumhängen müssen. Ich hätte da lieber gern was Schönes. Wartet mal, was ist denn das da unten? Ist das eine Tasche mit einem Brokkoli drin? Ich weiß nicht, ich kann nicht identifizieren, was das eigentlich sein soll. Jetzt haben wir die Eselsohren und sind zum Siegen auserkoren. Hey, jetzt hat Plötze auch diese komische Headbang-Animation gemacht. Was ist denn hier los? Das sind einfach nur... Oh nein, das ist ein toter Fasan. Das ist ja furchtbar. Das ist ja noch schlimmer als irgend so ein Monsterschädel. Um Gottes Willen. Ich will nun wirklich keinen Kadaver, keinen Leichnam an mein Pferd binden eigentlich. Ich finde das alles nicht schön. Und hier hängt einfach nur so ein Sack, ne? Aber bringt halt nur Bonus Gold. Das brauche ich jetzt eigentlich wirklich nicht. Die Monsterköpfe sind wenigstens so abstrakte Trophäen, aber ein echter Fasan, ein echtes Lebewesen, das es in der Realität gibt, tot an mein Pferd binden, ist mir dann doch schon irgendwie ein bisschen zu pervers. Da ist bei so einem Fabelwesen der Abstraktionsgrad doch nochmal ein bisschen höher. Ja, keine Ahnung. Ach, wisst ihr was, dann behalte ich das Bonusgeld. Die Sachen, die wir da kriegt, sind alle nicht so super. Und so haben wir einfach nur einen schönen kleinen Beutel. Da ist wahrscheinlich der Kopf von dem Verlobten von Senua drin. Von Senua, Hellblade und so. Und dann passt das schon. Auf nach Helheim! Wir haben einen Kopf wieder zu erwecken.
Plötzlich, ich muss sagen, der Sattel steht dir nicht. Der macht deinen Hintern dick. Gut, Quest abgeschlossen. Wo sind wir denn jetzt so leveltechnisch? Die niedriglevelsten Quests, die wir jetzt haben, sind 36. Dann fange ich einfach unten an, weil ich immer alles durchgehen muss. Machen wir die unterste 36er Quest aus dem DLC. Was ist denn das hier ohne Level? Ohne Levelanzeige. Wer gern von. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ach so, unser Zuhause. Corvo Bianco haben wir doch jetzt bekommen. Home Sweet Home und so. Das ist natürlich, finde ich, schon auch interessant. Das würde ich mir gerne anschauen. Housing. Housing ist immer ein gutes Feature. Ich mag sowas. Ich mag so Housing. Ich meine, wenn ihr meine 865 Millionen Folgen Let's Build gesehen habt, könnt ihr das schon erahnen. Aber ich finde das immer gut, wenn man so sich was aufbauen und dekorieren und einrichten kann. Das war auch, ich meine, das ist schon, es ist faszinierend. Ich habe gerade an Animal Crossing denken müssen, weil ich habe ja auch meine 100, 150 Stunden Animal Crossing bestimmt irgendwie zusammen. Ich weiß es nicht genau, aber bestimmt. Und habe die meiste Zeit eigentlich damit verbracht, meine Insel zu dekorieren. Und die Merlin, die hat bestimmt die über 200 Stunden oder so. Und die hat ihre Insel so gut wie überhaupt nicht dekoriert. Die sammelt die ganzen Objekte aus dem Shop, die ganzen Kleidungsstücke und Möbel. Nur damit sie die in ihrem Katalog freischaltet. Ganz eine andere Spielmotivation. Spielen wir komplett verschieden, aber funktioniert auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das machen gute, clevere Spiele. Für ganz verschiedenes Zielpublikum auf ganz verschiedene Art und Weise funktionieren. Deswegen ist es immer gut, wenn man solche Mechaniken einbaut. Für mich zum Beispiel hätte Fallout 4 auch bei weitem nicht so gut funktioniert, hätte es die Baumechanik nicht gegeben. Das Häuserbauen, das Städtebauen, das Siedlungenbauen. Obwohl das eine Katastrophe ist, dieser Editor. Trotzdem hat das für mich... Hat das für mich das andere Gameplay verbessert, weil das Ressourcensammeln plötzlich super viel Sinn gemacht hat. Deswegen immer, wenn es geht, wenn das Budget das hergibt, verschiedene Mechaniken miteinander verknüpfen. Das ist eine gute Idee. Das ist so ein schmaler Grat. Ich gebe es zu, das ist nicht immer eine gute Idee. Das ist ein schmaler Grat, weil es kann auch sein, dass du dann Spieler die eine Mechanik eigentlich sehr gern mögen, damit nervst, wenn die was anderes machen müssen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Schwierig. Ich meine, es ist wie mit Gwent hier. Du musst nicht Gwent spielen, dir gehen halt dann zwei, drei nette Quests verloren. Aber gut. Und bei Fallout 4 musst du nicht Stadt bauen. Du kannst. Es ist aber gleichzeitig, ergibt sich eine Synergie, wenn du es machst. Willkommen zu Hause, Herr. Ich glaube, das ist gut. Ich bin Barnabas Basilius Forti. Du hast meine Brille. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Ach was. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibili und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Bei Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Wow. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Großartig. Dann bin ich wohl in guten Händen. Dann werde ich dich jetzt hinrichten. Das machen Grundbesitzer doch mit ihren Hausmeistern, oder? Wachen! Ergreift ihn. Ihr habt leider keine Wachen, Sir. Ihr habt nur mich. Nun, wenn das so ist... Richte dich bitte selbst hin. Was? Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken versunken. Wo waren wir stehen geblieben? Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst.
Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie. Und da wachsen zwei. Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Boulius. Na dann. Wahrscheinlich hat er danach mehr Wein produziert, weil er nicht mehr so viel selber getrunken hat, ne? Deswegen hat sein Arzt auch gesagt, er soll ein bisschen mehr auf seine Leber achten. Das macht durchaus alles Sinn. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Roussel. War er wirklich... Nein. Das hatten wir doch schon. Monsieur zu sein... Wie schön... Nein. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Müssen wir da jetzt hochgehen auf den Hügel? Dafür habe ich nicht die richtigen Schuhe an. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Ein goldenes Huhn legt das goldene Ei, bin ich jetzt unendlich reich? Danke, Haushofmeister! Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Okay. Hey, wenn das hier alles aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt wird, dann werden die Häuser hier mal saniert. Die Angestellten sollen hier ein bisschen Party und Luxus haben. Los, schmeißen wir das Geld der Herzöge raus. Haushofmeister, was hast du für Hobbys? Tauchen wir tief in die Schatzkammern der Herzögin ein. Die kann sich's leisten, weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Baron Roussel hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen. Partyzeit. Und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Haushofmeister? Achso. Der wartet auf mich und ich warte auf ihn. So ist es manchmal. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Cool. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Hm. Wundervoll. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Ich habe gehört, auf dem Weingut kann man gut weinen. Gänse. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Boulius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Boulius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang.
Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Lol. Ich meine, bevor er sich umbringt, ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, hätte man ihn nicht aufklären sollen, dass das kein Wunder war, weil jetzt verschreibt er seinem Leben irgendeinem Wunder, das nie passiert ist und so weiter. Aber anscheinend hat es ja seinem Leben irgendwie geholfen, Sinn gegeben. Also, hey. Monsieur Beaulieus Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Ja, dann mach halt. Weißt du, Hofhausmeister, ich weiß ja nicht genau, was zu deinem Aufgabengebiet gehört. Ich geb's ja zu. Aber die Gießkanne hättest du schon aufräumen können, bevor du mir das jetzt zeigst. Also wirklich. Da kommt man auf sein Anwesen und dann sowas hier. Guck dir das mal an, Haushochmeister. Das ist immer nur Spaß. Ich bin immer noch dafür, dass wir die Schatzkammer der Herzogin plündern gemeinsam. Meine Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Ah. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Barnabas Basilikum. Der Haushochmeister. Gehört der Bach auch mir? Der fließt durch mein Grundstück, also beanspruche ich den jetzt für mich. Ich mache das jetzt wie Nestle oder so. Ich sage jetzt einfach so, so. Der gehört jetzt mir, der Bach. Ich fülle jetzt das ganze Wasser in Flaschen ab. Und was weiter unten die Leute tun und dass die dann alle verdursten und der Teich austrocknet und die Fische sterben, ist mir egal. Das ist jetzt mein Fluss hier. Bam. Game over. Komm, Haushochmeister, wir werden reich mit Wasser. Das füllen wir in fancy Flaschen und nennen es Aqua de la... Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Hm. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Oh, Plötze kriegt seinen eigenen Stall. Plötze-Housing. Oh mein Gott, das ist genial. Dann verbindet das Spiel quasi Pets und Housing. Die beiden MMO-Mechaniken, die jedes MMO quasi früher oder später einführt, werden hier verbunden. Ein Haus für das Pet. Mein Gott, wir werden reich, Haushochmeister. Was ich jetzt hier innerhalb von 2 Minuten für Ideen hatte. Wir füllen den Bach in teure Flaschen. Also nicht teure Flaschen, die produzieren wir ganz billig, aber die müssen teuer aussehen. Wir bauen hier ins Spiel eine Echtgeldmechanik ein, wo man Möbel für sein Pet-Haus kaufen kann. Alter, Pet-Housing. Das wird das Ding der 2020er. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Beaulieu wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Barnabas Basilius. Wir werden gute Freunde werden, glaube ich. Ich kann hier einfach eine Statue der Regnilda hinstellen. Des Regnilda. Ich weiß nicht warum. Aber es geht. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Assassin's Creed Valhalla hat einfach jede Idee aus jedem Spiel, das vor ihm kam, geklaut.
Jede Idee. Ich meine, zugegebenermaßen, Verzierungen aufstellen ist jetzt nicht die... Ne, das hat jetzt Witcher 3 auch nicht erfunden. Das will ich damit nicht sagen. Aber jede Mechanik. Also es ist unglaublich. Assassin's Creed Valhalla ist insgesamt kein schlechtes Spiel, das passt schon. Aber jede einzelne Mechanik, jede ist aus einem anderen Spiel schon mal benutzt worden. Es ist halt wirklich so uninspiriert zusammengeklöppelt. Ne, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich sage überhaupt nichts. Man muss nicht immer das super kreativ sein. Man muss nicht immer ein Trendsetter sein. Man muss nicht immer alles neu machen. Es passt schon. Ich sag nur, ich find's lustig. Assassin's Creed Valhalla hat keine einzige originelle Idee. Alles ist aus anderen Spielen zusammengeklöppelt. Und wenn es nur aus der eigenen Assassin's Creed-Reihe ist, wenn es nur aus der eigenen Reihenhistorie ist, da passt es ja noch. Aber ganz viel aus allen Spielen. Es ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn. Ich müsste dann mal eine Liste machen. Das wäre, glaube ich, wirklich interessant, oder? Ich müsste da wirklich mal eine Liste machen. Ich muss das Spiel nochmal aufmerksam spielen und eine Liste machen. Und dann mache ich vielleicht ein Video dazu, wo ich jede Spielmechanik, alles, was man machen kann, vom Questdesign bis zum Basenbau, bis zum Gameplay an sich, das Kampfsystem, das Ausrüst, alles. Nee, mache ich sowieso nie. Aber lustig wär's. So, Entschuldigung, Haushochmeister. Bauen wir eine Pet-Housing-Mechanik in den Wie Hof. Wie man sieht, ist Los die Fassade... Geht's. Wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Da guckt er. Das hat er nicht gern gehört anscheinend. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Ich möchte was umgestalten. Erzähl mir noch ein bisschen mehr über diesen Ort eventuell. Ist das noch eine neue Antwortoption? Ich glaube schon. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er zögert. Monsieur Beaulieu zu seinem Unglück. Wie schrecklich. Hat er... Nein! Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Bei deiner Mutter. keine Ahnung, was haben wir denn für Optionen? Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserung? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Nein, doch. Ja, okay. Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Nein, kann ich jetzt meine Waffen und Rüstungen ausstellen und ich habe alles verkauft? Jetzt hätte ich doch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich von Anfang an mehr gesammelt. Jetzt bin ich traurig. Aber hier bitte hast du 5000. Party on. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann.
Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Also, aufgrund der Story des Spiels, der Narrative und der verschiedenen Enden, die es gibt, muss dieser DLC natürlich vor dem Ende des Spiels spielen, bevor man Siri rettet. Oder, ne, oder auch nicht rettet. Aber auf jeden Fall vorher. Das macht schon Sinn. Aber, naja. Ne? Es würde danach besser passen, dass wir irgendwo in ein fernes Königreich reisen, um da irgendeinen Mystery-Fall zu lösen. Und jetzt haben wir hier unser Anwesen und sagen, ach ja, komm, renovieren wir ein bisschen und hier unser Weingut und so. Was? Cirilla wer? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ich hänge jetzt Gemälde an die Wand. Naja. Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Naja, ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt, ne, wir haben hier, weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter Fläche da draußen und du willst einen Schleifstein irgendwo aufstellen. Ich meine, nichts gegen einen guten Schleifstein. Aber ich meine, naja. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Schau, jetzt ist uns die Macht schon zu Kopf gestiegen. So schnell geht's. Gerade waren wir noch ein bescheidener Hexer und jetzt ist es schon so weit, dass unser Angestellter sagt, ein Schleifstein wäre doch vielleicht eine gute Idee. Und wir sagen, ein Schleifstein wäre eine gute Idee. Und unser Untergebener sagt, ja natürlich, das wäre eine sehr gute Idee. Wie klug von Ihnen. Ah, so schnell kann es gehen. Hier hast du einen Tausender. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Vielleicht. Wie wär's mit einem Rüstungsreparaturtisch? Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Aber sofort. Hier hast du einen Tausender. Gut. Bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Wenn es noch Optionen gibt, dann ja. Wenn ich etwas Geld hinwende. Ich stimme zu. Aber ich bitte dich, keine neuen Baumaßnahmen. Aha. Ich verstehe. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Bam, badam. Warte 3 Tage. Warte ein Tag, warte ein Tag. Ja, dann warten wir jetzt 3 Tage, würde ich sagen. Meditation. Warten. Aktiviert. Bing. Bling. Und? Ich höre schon auf. Ist ja schon gut. Okay, jetzt warten wir noch bis Mittag, damit es auch wirklich 3 Tage sind. Oh, und auf einmal wache ich, auf einmal... Gerade kniete ich noch im Flur und jetzt kniete er im Schlafzimmer. Wahrscheinlich haben die Bauarbeiter beim Renovieren ihn dann immer zu zweit so hoch gehoben in seiner Knieposition und ihm durchs Haus getragen. Wo kommt denn der Hexer rein? Ja, tragt ihn ins Schlafzimmer. Ja, ruck! Vorsicht! Ein paar Mal den Kopf gegen die Tür geknallt. Ach ja, ein tolles Spiel. Sudala.
Ja, das ist aber kein sehr schöner Fleck hier. Was ist denn hier los? Ich meine, ich verstehe schon, ne? Natürlich. Natürlich ist das hier der Wink mit dem Zaunpfahl der Entwickler, damit sie sagen, guck mal, Spieler, hier kannst du Bilder aufhängen, ist schon klar. Aber was haben die denn beim Renovieren hier bitte für einen komischen Schimmelfleck an der Wand gelassen im Viereckigen? Auffällig, seltsam. Aber ja, jetzt macht das Sinn, dass man hier Gemälde und so Zeugs kaufen kann, ne? Hängen wir uns doch mal dieses wunderschöne, ja, warum nicht? Ne, wenn man im Bett liegt, will man doch irgendwie so einen strengen Bischofskerl, der so das tief auf seinem Sofa liegt, betrachten. Jeder hat so seinen Fetisch, warum nicht, Geralt? Mach was du, ne? Nach Lust und Laune. Und hier hängen wir uns einen wunderschönen Nachthimmel auf. Muss der Teppich hier hängen? Eine Trophäe ausstellen. Unser Siegerportal. Pokal. Unser Gwent-Pokal. Nice. Hier haben wir leider nichts. Hier leider auch nicht. Wir brauchen mehr Trophäen, Geralt. Mehr Trophäen. Wo auch immer wir die herkriegen. Aber wir brauchen mehr Trophäen. Hier ist unser Bett und unsere Kiste. Ein Bücherregal. Nein. Können wir hier wirklich unsere ganzen Bücher und so ausstellen? Oder verstehe ich jetzt nicht. Kann ich ja einfach nur auf meine Bücher zugreifen, auf die ich sowieso zugreifen kann? Finde ich interessant. Ich kann die nicht zuweisen oder so. Warum sieht denn das Bücherregal dann so leer aus? Ich habe eigentlich echt viele Bücher. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass das so ist, wie es ist. Na gut, Leute. Jetzt machen wir aber hier an der Stelle mal Schluss mit unserer Triple Deluxe-Folge. Und beim nächsten Mal schauen wir uns unser neu renoviertes Anwesen an und gucken mal, was wir für neue Bauoptionen haben. Denn wahrscheinlich haben wir neue Bauoptionen. Ich speichere mal schnell. Neue Bauoptionen. Köstliche Bauoptionen. Ich muss niesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.